Today morning, heute Morgen, I believe that the word of the Lord I want to share is not a preaching. Ich möchte euch keine Predigt mitteilen. But it's somewhat like an impartation in my spirit that I would like to share with you. Aber es ist etwas, wo ich auf dem Herzen habe, das ich euch gerne mitgeben möchte. Yeah, in India I always start with a story. Ich fange immer in Oh, I like it. Yes. Immer mit einer Geschichte. Yes. Yes, we always start with a story. Ja. That I would like to share with you all. Eine kurze Geschichte. This story was maybe used to scare the children back home. Also es war eine Geschichte, man hatte die Kinder dann mit Angst gemacht. There were three blind men. Da waren drei blinde Menschen. Yes, and these three blind men. Und diese drei Blinden. One day. Eines Tages. They wanted to see or feel how an elephant looks like. Sie wollten gerne mal sehen und fühlen, wie sich ein Elefant fühlt. First, do the children know what an elephant is? Wisst ihr, was ein Elefant ist? Are there any children here? Oh, okay, so we do know what an elephant also, is. Einer weiß es. So, these three blind men walk up to a zoo. Also, da sind die drei Blinden dann zu dem Zoo gegangen. And the first blind man went up to the elephant. Und der erste ging zu dem Elefant hin. And he was blind, yes. Und er war blind. And he went and, sorry, he went and touched the trunk of the elephant. Und er hat den Rüssel von dem Elefant angefasst. And he said, oh, look. The elephant is not so big. It looks like a snake. Oh, das scheint gar nicht so ein großes Tier zu sein. Das fühlt sich an wie eine Schlange. And blind man one came off, yeah? Und dann ist er gegangen. Blind man two walks up. Der zweite Blinde. And he's blind again, yes? Und er ist auch wieder blind. So he went and touched the leg of the elephant. Und er hat einen Fuß von einem Elefant angefasst. And he says to blind man number one. Und er sagt zum ersten Blinden. No, blind man one, you're lying. Nein, du lügst. And this elephant looks like a tree. Das ist, der Elefant fühlt sich an wie ein Baum. Yes, the second blind man walks up. Also der Elefant, der zweite Blinde ist gegangen. Now the third blind man. Es kam man, der dritte Blinde. He walks up to the elephant. Der geht zum Elefant. And he starts to touch the tail of the elephant. Und er fing an, den Schwanz von dem Elefant anzufassen. And he says, blind man one, blind man two, you are wrong. Er sagte, Blinde eins und zwei, ihr seid völlig daneben. The elephant looks like a rope. Der Elefant ist doch nur eine Schnur. At that particular time, he pulled the tail of the elephant. Und dann hat er dieses Seil gezogen, den Schwanz. The elephant got so angry. Und der Elefant wurde richtig ärgerlich. And trampled on the three blind men. Und der Elefant trampelte alle drei Blinden. Yeah, something like tot. This, yes? Yes. See, my friends. Könnt ihr was erkennen? You are all laughing. Ihr lacht alle. But I would like to say to you. Aber ich möchte euch gerne erzählen. Blind leading the blind. Ein Blinder, der einen Blinden führt. Blind speaking to the blind. Ein Blinder, der zu einem Blinden redet. And blind showing directions to the blind. Und wenn ein Blinder die Richtung vorgibt, will always lead to death. Der wird immer in den Tod führen. See, my friends, we need to understand this morning. Wir müssen heute Morgen verstehen. There is an abundance in Christ. Da ist eine Fülle in Christus. But mainly now the kinders as well as the young people sometimes have a blindness in front of their eyes. Aber manchmal haben wir eine gewisse Blindheit in unserem Leben. They are not able to see the abundance the Lord is providing for us. Wir können manchmal in unserer Blindheit die Fülle Gottes nicht sehen. My friends, meine Freunde, have we also experienced abundance of Christ in our life? Haben wir schon die Fülle Gottes in unserem Leben erlebt? That's the question for us today. Das ist die Frage heute Morgen. Many of us are able to experience Jesus in his abundance. Viele von uns können die Fülle Gottes erleben. Not only in health. Nicht nur in Hilfe. In finances. Oder in Finanzen. In the families. Oder in unseren Familien. Das ist Fülle. But sometimes there's a stop in the abundance that Jesus is able to give us, not because of Jesus. Aber manchmal ist die Fülle beschränkt. Die Fülle ist beschränkt nicht wegen Jesus. But sometimes the blindness that the world is. Aber unsere Blindheit. The blindness that the rage or anger that's happened to die us. Die Blindheit, die wir auch manchmal in unserem Zorn erleben. Or the blindness of the emotional trauma that we have received. Sind die Blindheit, die in unseren Emotionen, Trauma dann vorkommen. From a young age to an older age. Von Altersstufen. This causes the blindness. Das könnte in gewissen Situationen Blindheit hervorrufen. And because of this. Und wegen dem. Sometimes I believe that people all over the world, glaube ich, dass Menschen in aller Welt, has not been able to experience the abundance that God is willing to give us. Haben die Fülle Gottes, die Gott uns geben will,
nicht erlebt. Yes, there is a promise for this abundance in life. Da ist eine Verheißung aus der Fülle Gottes. If we can all read Psalms chapter 16 verse 11. In Psalm 16, 11. Yes. You will show me the path of life. Du wirst uns den Weg des Lebens zeigen. Yes. Can someone put up the Bible verse if it's a possibility? What's that? Yes, yeah. Vielleicht könnt ihr es rausholen. It's Psalms chapter 16, capital 16, verse 11. Psalm 16, Vers 11. This is a promise that God has given for abundance of life. Eine Verheißung, dass er uns gibt für die Fülle des Lebens. Yes. Is it possible? Say, I think doing it. Yeah, okay. I will read it for you. Ich lese es euch mal vor. You will show me the path of life. Du wirst uns den Weg des Lebens zeigen. In your presence is fullness of joy. In deiner Gegenwart ist vollkommene Freude. And in your right hand there are pleasures forevermore. Und in deiner rechten Hand ist Herrlichkeit für immer. This Bible verse I believe every one of us knows. Ich denke, wir kennen diese Verse. But I would like to go into it a little bit more deeper. Aber ich möchte mal etwas tiefer einsteigen. See the abundance of Christ. Die Fülle Gottes. It is not only for this world. Es ist nicht nur für diese Welt. Yes, you are happy in this world. Ja, wir sind in dieser Welt glücklich und zufrieden. Maybe it's a luxurious life that we are leading. Vielleicht in this haben wir ein Luxusleben. And maybe I have my health together. Und ich habe meine Hilfe alle zusammen. Sorry, that's Tamar. It's okay, that's an abundance for this particular world. Das ist auf jeden Fall eine Fülle für dein Leben hier. But there is a thought for everyone. Aber da ist ein Gedanke für alle. What happens in the afterlife? Aber was passiert nach dem Tod? When we go to heaven. Wenn wir in den Himmel kommen. Our abundance is noted down by the things and the works that we are doing in this world. Unsere Fülle, die wir hier haben, bleibt zurück. I would like to speak to the young people. Ich möchte gerade insbesondere jüngere Leute ansprechen. Even if you are cleaning a chair and keeping it in the church. Selbst wenn ihr einen Stuhl immer sauber hält. That is a service for the Lord. Das ist ein Dienst an dem Herrn. If someone, an adult, is sad or und wenn ein Älterer broken, traurig ist. And we go to them. Und wir gehen zu ihm hin. And say kind words in Jesus. Und wir sagen liebevolle Wörter zu ihm. You are showing the abundance, the heart. That Jesus has given. Du zeigst ihm die Liebe Gottes, die Fülle and you Gottes. Are giving it in his heart und du legst well. Es in deinem Herz hinein. In the last line, hier im letzten Vers steht, if you can see in your right hand, you kannst in deiner rechten Hand sehen, there are pleasures forevermore. Da sind Herrlichkeiten für immer. Do we know what the right hand is? Wissen wir die rechte Hand Gottes? It is the highest place given honor for us. Es ist die höchste Herrlichkeit Gottes für uns. What a joy it is to sit at the throne of Jesus. Und was für eine the Freude. Right hand of Jesus. Es ist an dem Thron Gottes zu sitzen mit seiner rechten Hand. This is the ultimate abundance that we can receive. Das ist der Höhepunkt, was wir erhalten können. But this world, this current world, aber diese gegenwärtige Welt is not able to see the throne of Jesus. Aber die gegenwärtige Welt kann die Herrlichkeit und den Thron Gottes nicht sehen. And even if Christians like us are able to sit in the right hand of Jesus. Und selbst wenn wir als Christen zur rechten Hand des Vaters sitzen oder sehen, sometimes manchmal, the blindness in our life manchmal ist unsere eigene Blindheit is not able to see the abundance of Jesus. Beführt dahin, dass wir die Fülle Gottes nicht sehen und erkennen. People in your heart today, in euren Herzen heute. I know everyone is willing to sit at the right hand of und ich Jesus. Weiß, dass jeder auch vor Jesus sitzen möchte. And we if we are able to sit there, und wenn wir dort sitzen können, we are able to look at our hearts. Dann können wir auf unsere Herzen schauen. Where is the blindness, Jesus? Wo ist die Blindheit? I am abundant in this life, yes, Jesus. Ich bin hier in der Fülle Gottes. But am I able to receive the abundance that is the everlasting life? Aber kann ich diese Fülle Gottes vom ewigen Leben empfangen? Young people, I come from a different country. Junge Leute, ich komme von aus einem anderen Land. And as you've seen, there is not so much freedom that I can experience in my life. Und ihr habt vielleicht gesehen, ich habe nicht so viel Freiheit in meinem but Land. Young people, I want to encourage each and every one aber of you. Aber junge today, Leute, ich möchte euch alle heute Morgen ermutigen. You are able to perceive this freedom. Du kannst in diese Freiheit hineinkommen. You are able to walk in this freedom. Du kannst in diese Freiheit laufen. But are we able to utilize this abundance? Aber können wir diese Herrlichkeit und diese Freiheit empfangen? This abundance Jesus has given us freedom. Diese Freiheit, die Gott uns geben möchte. This freedom, are we able to experience this or are we blind? Erleben wir es oder sind wir blind? Yes.
This is the abundance that I want to talk to you all today. Über diese Fülle möchte ich mit euch reden. I do not know from where what your problems are. Ich kenne eure Schwierigkeiten nicht. I do not know the situations that you come from. Ich kenne eure Situation nicht. But I would like to encourage each and every one of you. Aber ich möchte jeden heute ermutigen. We are all at the same place to receive the abundance. Wir stehen alle am selben Platz, um diese Fülle und Freiheit Gottes zu empfangen. To sit at the right hand of Jesus. Vor ihm zu sitzen, zur Rechten des Herrn. That is the thing today. Das ist das Thema heute. So if I am able to know that there's a promise for the abundant life, not only in my world, und wenn but ich weiß, also in the everlasting life. Und wenn ich weiß, da ist eine Verheißung für mein jetziges Leben und auch für das Leben danach. How can I imitate Christ to receive this abundance? Wie kann ich dahin kommen, dass ich diese Fülle, diese Freiheit empfange? To receive an abundance, I should be like Christ, right? I should imitate Christ. Um es zu empfangen, sollte ich so sein wie Jesus. Young people, I do not say, yeah, if you have to be like Christ, walk like Christ, talk like Christ. Ich sage euch nicht, ihr müsst so wie Jesus leben und laufen. I'm just saying imitation. Aber ich sage euch einfach, ahne ihn nach. The good qualities. Seine guten Qualitäten. The character of Christ. Sein Charakter. You have the compassion of Jesus. Ihr habt auch dieses Compassion, Leidenschaft. Thank you. Kindness. Leidenschaft. Diese Liebe Gottes in euch. Kindness of Jesus. Diese Liebe und Freundlichkeit Gottes in euch. Darum geht es. But you must understand, young people, aber junge Leute, versteht. Is not given freely to everyone outside of this church or in the world. Aber diese Liebe Gottes, die wird nicht einfach jedem gegeben in dieser Welt. So whose responsibility is it to give this kindness, this abundance to the other people? Und wessen Verantwortung ist, diese Liebe Gottes zu empfangen und weiterzugeben? Is it not our responsibility? Ist es nicht unsere Verantwortung? Young people, I'm asking you, is this not our responsibility to show the abundance Jesus has given in my heart to the other people? Junge Leute, ist es nicht unsere Verantwortung, diese Fülle Gottes zu empfangen, diese Liebe Gottes zu empfangen und weiter an anderen Menschen zu geben? If you see in Philippians chapter 2, in Philipper 2, verses 1 and 2, 1 und 2, I think everybody knows Paul, ich denke, wir kennen alle Paulus. There's yes. Okay, there's one thing in India. There's one thing in India. Etwas in Indien. Yes is like this and no is like this for you all, right? Das meint nein und das meint ja. So that's general for you all. That's general for you all, no? That is general for you all. Like this or like this? Yes, normally. But for back home, gewohnt. I think yes and no is like that, you know? Yeah, yeah. You auf jeden Fall andersrum. Yeah. So it's a half yes, a half no. Half yes, half no. Like halb, halb. So that's the question today. Die Frage we all know Paul, yes? Wir kennen alle Paulus. Maybe. No. Maybe wir kennen alle Paulus. My people, we all know Paul, I believe. So I just want to read from that for you all. Möchte euch vorlesen. Therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if we can put the verse, it'll be nice. Vielleicht können wir es auch nochmal reinsetzen. Mm-hmm. Philipper 2, 1 und 2. Yes. If there is any consolation 1. In Christ, in any comfort of love, if any fellowship of the Spirit. Yeah. Comfort. What is this one word? Ah da haben wir es. Ja, genau. Yeah. Is that the verse? Gnade und Friede von Gott, unser Vater, den Herrn Jesus. Bin nicht sicher, ob das ist. Philippians capital 2, verses 2. 1 and 2. Philipper 2, 1 und 2. Yes. Fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord and one mind. Is that the one? Yes. Please read it. Wenn es nun irgendeine Ermutigung gibt in Christus, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein innerliche Gefühl und Erbarmung, so erfüllt meine Freude, dass ihr einerlei gesinnt seid, dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes. I think most people know this verse. Ich denke, ihr kennt es alle. Maybe, yeah? Maybe we know the verse? Vielleicht. Yeah, just take verse 2, please. Zweiter Vers. Fulfill my joy by being like-minded. Next, please. Ah, so. Okay. Ah, ich war schon so weit. Erfüllt meine Freude by being like-minded, dass ihr einerlei gesinnt seid, having the same love, yeah, die gleiche Liebe habend, yes, and in one accord of one mind, in Einmütigkeit, so eines Sinnes. Can I do this? Yes. Okay. One mind, one mind, yeah, eines Sinnes. My friends, look at this. Schaut euch mal her. How powerful this is. Schaut mal, wie kraftvoll das ist. One love, eine Liebe. One mind, eine Gesinnung.
I say that again. Ich sag's euch wieder. One love. Eine Liebe. One mind. Eine Gesinnung. So powerful. Das ist kraftvoll. But in this current generation, aber in dieser Generation, this one love and one mind, aber diese eine Liebe und eine Gesinnung, are we able to experience it? Können wir das heute erleben? Or are there two loves oder sind da zwei minds? Lieben und zwei Gesinnungen? Yes, the outside world is like that. I understand. Ja, ich weiß, draußen ist es so. But we being Christian people, warriors of our faith, aber wir als Christen, als Soldaten Jesu, we have two loves, two minds. Haben wir zwei Lieben und zwei Gesinnungen? The Lord hasn't created us for that. Er hat uns nicht dazu geschaffen. You know what one love is? Wisst ihr, was eine Liebe ist? Maybe my brother or myself is going through something. Vielleicht gehe ich durch eine schwierige Zeit. And he has also faced the same suffering previously in his life. Und ich habe früher das gleiche durchgemacht wie er oder ich. And currently my brother is suffering. Und im Moment leide ich darunter. And I go to my brother. Und ich gehe zu ihm hin. And I say, oh, you're suffering. It's okay. The world will take care. Think positive thoughts. Und ich sehe, dass du leidest, und ich sage, ja, das wird schon wieder werden. Die Welt wird schon dafür sorgen. What's wrong with it? Nowadays everyone says, oh, think positive thoughts. Oh, be positive. Einfach positiv denken. Yeah, that's a problem. Das ist ein Problem. It's a big problem. Oh, the universe will help you. Ja, dein Universum wird dir helfen. You see, I'm mind blown by this. Wow, ich bin da völlig überfordert damit. The compassion I'm about to give is not from the positive thoughts that this world. Die Leidenschaft und Liebe, die ich weitergebe, kommt nicht von den Gedanken dieser Welt. Because I have also gone through the same suffering as my brother. Weil ich durch den gleichen Leidensweg gegangen bin wie er. And because of that. Und wegen dem. Yes, my brother. Ist er mein Bruder. I know you are suffering, my brother. Und ich weiß, du leidest. But there is a light for us. Aber da ist ein Licht für uns. If you are not able to comfort your own brother, und wenn es dir nicht möglich ist, ihn zu trösten, is that one love? Ist das eine Liebe? I think that is two loves. Ich glaube, das sind zwei Lieben. But I'm encouraging us to be in one love today. Aber ich möchte euch ermutigen, dass wir in diese eine Liebe miteinander kommen. Comforting each other in einander love. Zu trösten in Liebe. You know the other one? Wisst ihr was? One mind. Eines Gesinn, Sinnung, eine Sinnung. This one mind thing. Eine Sache. Jesus has given us one mind. Er hat uns ein Gedanke gegeben. Unity and fellowship in the church is important. Die Einheit und die Gemeinschaft in der Gemeinde ist wichtig. Please understand my people. Bitte versteht mich. There is so much freedom and capacity with you all. Da ist so viel Freiheit und Möglichkeit mit uns zusammen. But are we using that same capacity? Aber brauchen wir und nehmen wir in Anspruch diese Einheit, die Gott uns geben möchte? Am I one mind in my faith? Und mein Einglaube und Leidenschaft? Am I one mind in my walk of life? Bin ich in Einheit in meinem Lebensweg? And am I one mind when und bin ich eines Gesinnens? Gesinnung, wenn Schwierigkeiten kommen? Persecution, wenn Verfolgung kommt? Ich habe Situationen im Leben. Am I one mind? Bin ich eines Sinnes mit ihm? Or is my back turned and I'm ready to run away from Jesus? Oder drehe ich mich um und ich gehe meinen eigenen Weg? My friends, this is a problem for the outside world. Meine Freunde, es ist für die Welt draußen ein Problem. One love, one mind. Eine Liebe, eine Gesinnung. That is the humility and servanthood. We are called to serve like that. Das ist der Dienst, den wir untereinander haben. Today morning. Und heute Morgen. I would like to encourage you all. Und ich möchte euch ermutigen, to have this one love and one mind. Diese eine Liebe und eine Gesinnung zu haben. Dedicated to the vision that Jesus is giving me. Hingegeben zu der Vision, den der er mir gegeben hat. And through this vision. Und durch diese Vision. If I have blindness. Wenn ich Blindheit habe. The abundance that Jesus is giving me is able to eradicate this blindness. Und die Fülle Gottes wird dann diese Blindheit zerschlagen. This abundance Jesus is giving me diese Fülle is Gottes able to eradicate the unfaithfulness in my life. Ist möglich, dass wir in diesen Glauben hineinkommen, den wir brauchen. I'm going to close. Ich möchte schließen. And one more thing. Eine Sache noch. We saw that there is a promise for this abundance. Wir haben gesehen, da ist eine Verheißung für diese Fülle. We saw how I can imitate Jesus. Wir haben gesehen, to receive this abundance. Wie wir Jesus ähnlich sein können, um diese Fülle zu erleben. In one mind and one love. In einer Liebe und einer Gesinnung. Now we come to the last one. Aber wir kommen noch zum Schluss. You know what is the main thing to receive this abundance? Wisst ihr, was noch eine Schwierigkeit ist, diese Fülle zu erleben? To receive a blessed healing in our life. Eine Fülle und
und zu empfangen. Or even a worldly thing, financial breakthrough is also what you want to receive today. Auch finanzielle Durchbrüche wollen wir in Fülle erleben. I do not know the heart's desire of you all. Ich kenne eure Herzensanliegen nicht. But I'm able to feel the love of Christ with you all. Aber ich kann die Liebe Gottes unter euch fühlen. Do you feel this love of Christ? Spürt ihr diese Liebe Gottes heute? Do you feel it? Spürt ihr sie? Maybe. 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 Okay, let's go to the last one. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. 2. Korinther 3, 18. We are called as to be messengers of Christ. Wir sind Botschafter Jesu. Because if I am not a messenger, if I am not sharing the good will of Jesus. Weil wenn ich die gute Nachricht nicht weiterteile. What good am I to be one? Was kann ich tun? I am walking the faith, I know. Ja, ich gehe mit Jesus. But someone else is not able to walk that particular faith. Aber jemand anders kann diesen Weg nicht mitgehen. Should I be able to like pull him and say walk with me? Soll ich ihn einfach rüberziehen und sagen, geh mit mir? I don't think so. Ich glaube nicht. I'm using my hands and pulling Brother Conrad because this is a different language for me. Er zieht mich einfach mit. And I need to use some examples in my speech. Und er zieht mich mit, weil er demonstrativ. Yes. So am I able to pull him like Kann that? Ich ihn einfach mitziehen? Come. Wir gehen in die Richtung. No, I think that is stress. Nein, ich glaube, das ist Stress. And you know something, und wisst ihr was? Adults, you know something? Wisst ihr was, Erwachsene? This is the main reason that youth people like me or children that are in the faith are running away from Jesus. Und deswegen ist einer der Gründe, warum junge Leute von Gott weggehen. Maybe we are making them walk. Weil wir sie zwingen in eine Richtung zu gehen. I believe that's not the way. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. But if we have that kindness, aber wenn wir diese Liebe haben, to show them the way, den Weg ihnen zu zeigen, I think there will be a great revival among the young people. Ich glaube, da wird es eine große Erweckung auch unter jungen Leute geben. I'll just read this verse and close. Ich möchte zum Schluss noch den Bibelvers vorlesen. 2. Corinthians, 2. Korinther, Kapitel 8, 8. Sorry, Kapitel 3, sorry. 3. Kapitel 3, verse 18. Vers 18. Yes. Okay, good. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bilde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Yeah. You know, there's an old covenant, yes? Da gibt es eine alte Verheißung. But there is a new covenant now. Aber es gibt auch eine neue Verheißung. I ask my friends, the young people and the children, ich frage die jungen Leute in meiner Gemeinde, is the world the same 20 years before? Ist die Welt vor 20 Jahren immer noch gleich geblieben? Is it not a new world that we're living in? Ist es nicht eine neue Welt, in der wir leben? New experiences, neue Erfahrungen? New confusions in the world? Neue Verwirrungen in der Welt? And many countries are also suffering. Und viele Länder leiden auch darunter. This is a new covenant we're living in. Das ist eine neue Verheißung. Do I have the fear that maybe this is the end time in my life? Habe ich vielleicht die Angst, dass es das Ende ist? Maybe. Vielleicht. Maybe the Lord is revealing to us that this is a new covenant that we should follow. Aber hier möglicherweise öffnet der Herr der Gedanke, dass es ein neues Bündnis gibt. If you take in the second line, die zweite Zeile, being transformed into the same image from glory. Verwandelt nach demselben Bilde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. You see, glory to glory. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Not failure to failure. Nicht von Verfehlung zu Verfehlung. It's glory to sondern glory. Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Are we able to experience that glory? Können wir das erleben? Not only being transformed, nicht nur verwandelt sein in ihm, but into the same image of glory. Aber in seine eigenen Herrlichkeit hinein. If there is someone today, wenn da jemand ist heute, who is not able to go from glory to glory in Jesus, der nicht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in Jesus gehen kann. Maybe their life is going from failure to failure. Vielleicht geht ein Leben von Versagungen zu Versagungen. Failure to suffering. Von Versagung zum Leid. Suffering to addiction. Von Leid zur Sucht. And sometimes addiction. Und manchmal Sucht. Addiction to abuse. Sucht führt zum Missbrauch. Is that the life of teenagers or ist people outside the world today? Das Leben, das wir heute sehen und erleben, und da junge Leute auch? No, this nein. Is not. This is not how Christians. Das ist us, nicht. With the freedom that Jesus has given us, this is not the Gott, way for us. Gottes Plan für uns ist heute. We are going to go from glory to glory. Wir dürfen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit glory gehen. Glory to blessings. Von Herrlichkeit zum Segen. Glory to clarity. Yeah? Von Herrlichkeit zur Klarheit. This is all possible. Und das ist alles möglich. Through the faith that the Jesus is going to give us. Durch den Glauben, den er uns geben wird. Not the Jesus, our Jesus. Nicht
irgendein Jesus, sondern unser Jesus. Can I request one thing? Ich möchte gerne euch bitten. To you all. Zu euch. Can we say our Jesus? Our Jesus. Unser Jesus. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. I feel the presence of God. Ich kann today. Die Gegenwart Gottes spüren. Even in the worship. Auch in der Anbetung. I knew the Lord is moving with ich us. Wusste, der Herr wirkt durch uns. And if he is able to lead us this Sunday. Und wenn er uns heute führen kann. Won't he be able to lead us into the future? Kann uns auch nicht in die Zukunft führen? My friends, meine I believe Freunde, the futures are uncertain. Ich glaube, dass die Zukunft unsicher ist. But with the faith of our Lord, aber mit dem Glauben in Jesus Christus, we are able to walk. Wir können den Weg gehen. One last thing, I believe in the spirit to share this with you. Ein letzter Gedanke. 2 minutes. 2 Minuten. Zechariah 9. Zechariah 9. Verse 12. Can someone Vers 12. Read? Yes, just the last one. Maybe you can read it in English and I can't so, too late. Yeah. Okay. Zechariah 9, it says, return to the stronghold, you prisoners of hope. Ihr Gefangenen, kommt zurück zu der Hoffnung. Even today I declare, selbst heute verkündige that ich, I will restore double to you. Dass ich es euch doppelt wiederherstellen möchte. Double in faith. Doppelt im Glauben. Double in blessings. Doppelt in Segen. Double in receiving the Holy Spirit. Doppelt in Empfangen des Heiligen Geistes. This is what verse 12 says, my das ist, was Vers 12 sagt. Verse 11. Vers 11 sagt, you know how we will receive this? Wisst ihr, wie wir es empfangen? As also for you. Es für euch. Because of your blood covenant. Wegen euer Bündnis, Blutbündnis. I asked you at the end of the presentation, yes? Ich habe euch ja was gefragt am Ende der Präsentation. To sprinkle the blood of Jesus around me. That's the covenant relationship das I have with Bündnis you all. Bündnis mit Jesus. And when you pray, the blood covering around me, that's the covenant relationship. Und wenn you ihr betet, dann wird das Blut Jesus auf mich kommen, die Befreiung. With our country. Mit unser Land. I ask you all to have that blood covenant ich in your life. Ich möchte, dass ihr in diesem Bündnis mit Jesus kommt. And that time, if we are prisoners of hope. Und wenn wir Gefangene der Hoffnung sind. I'm able to say this very faithfully. Dann kann ich euch wirklich vertrauenswürdig sagen. That the day is coming. Der Tag wird kommen. That the Lord is setting us free. Dass der Herr uns freisetzen wird. From the wickedness of the world. Von der Bosheit dieser Welt. For the unfaithfulness in our families. Für den Unglauben in unseren Familien. And whatever hurt is in your heart. Und was young immer Schmerzen people, du hast, junge Leute. Young people, I know there's a lot of hurt in ich your weiß, hearts. Junge Leute, ihr habt viel Schmerz in eure Herzen. I know what is the reasons also. Ich kenne auch den Grund dazu. But I am willing to ask you today, aber ich versuche euch, ich frage euch, komm zu Jesus. Not through forcing, nicht durch Zwang, but by kindness. Bei Freundlichkeit. I am able to say to each and every one of you. Ich kann euch sagen zu euch. To each and every one of us. I do not know the situations that you are in. Ich kenne deine Situation nicht. But I know. Aber ich weiß. That Jesus has given us in abundance to raise aber us from any situation. Aber ich weiß, dass Jesus uns die Fülle geben möchte. Always keep the elephant in your mind. Denk immer an den Elefant. And whenever you're doing something that maybe Jesus, you're questioning yourself. Und wenn du nicht sicher bist und du fragst Jesus, think about yourself, is this good? Denk, is this bad? Ist es gut oder schlecht? Ja, nein, something like that, yeah? Yes. Okay, I thank you for the patience. Ich danke euch für eure Geduld and the time. Und eure Zeit. Thank you.